willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Bist du ein Griff? Du bist ein Griff. Wo ist der Nächste da? Ah, und schon bin ich oben. Es ging besser, als ich dachte. Okay. Der strahlende Farbenbogen durchzieht den Himmel. Folge ihm zu seinem Ende. Ein Regenbogen. Natürlich. Ich soll da jetzt rübergleiten, ne? Ja, das ist aber auch alles da drüben. So spielt es keine Rolle. Dann machen wir jetzt hier weiter. Nun gut. Muss ich bis darüber? Komme ich nur über den Weg rauf? Ich glaube, bis rüberfliegen, gleiten wird wohl nichts. Ah. Kann natürlich auch über die Brücke gehen. Das macht Sinn. Was ist denn hier? Okay, da war ich aber auch schon mal mit der Satellitenschüssel und so. Ja. Hui! Spitz lieber deine Ohren. Auch im Dunkeln hörst du immer noch gut. Oh ja. Danke. Brumm, brumm. Brumm, brumm, Kofferraum. Sehr schön. Ah, der Kofferraum ist jetzt nicht so gefüllt. Da ist die Festung. Ich bin mal gespannt. Erstmal wieder den Vorplatz aufräumen. Was? Wo? Na, kommt her. Wohl, ciao. Ja. Ciao. Ja, ne? Das hat ganz gut funktioniert. Ich nehme mal hier den Gummiturm mit. Wer sagt's denn? Ein wenig Gummizeug. Jawohl. So, den Graben wieder. Alle Eingänge im Graben, dann den Turm und dann rein in die Festung. Danke. Hier ist sonst nix. Na. Der Urfidorf-Außenposten. Der Jagni-Stamm beansprucht ihn. Für ja. Die Ewigkeit. Ja, von mir aus. So. Wie düster es da draußen ist. Und hier war ich dann schon komplett, ja. Okay, jetzt gehen wir den anderen Kreislauf. Hier ist ja bestimmt auch noch was, das sehe ich doch schon. Natürlich. Ein bisschen medikamentöses Medikament. Und hier noch. Schön. Und dann kommen wir wieder hier an, wo die Tür war. Genau.
So, das heißt Turm hoch. Düp, 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 düp. Dann gehen wir da drüben pinkeln und dann geht's rein. Da ist das Pinkelbecken. Ich hab's gehört. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, Strollern. Mal sehen. Die Urinfarbe wird schlimmer, muss ich mal so sagen. Sie wird jetzt nicht unbedingt besser. Okay. Hallo. Da ist der Tyrann, der über diesen Außenposten herrscht. Er hatte nicht mit der Niederlage seines Stammes gerechnet, da sie gnadenlos sind. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Überzeugen. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um den Außenposten kampflos aufzugeben. Aha, ist dir der Tod sympathischer? Wie kann man mich nicht sympathisch finden? Dann lass uns kämpfen. Ist dir der Tod sympathischer? Risiko, Charisma minus 1. Kein Risiko. Risiko. Ich nehme das Risiko. Er hat soeben begriffen, dass eine friedliche Lösung am besten wäre. Er vertraut dir den Außenposten an. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Okay. Diesmal mit Verhandlungsgeschick. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Wart mal ab. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Jawohl. Ja, finde ich gut, dass es so viele Variationen gibt, wird es nicht so einheitlich. Am nächsten könnten wir mal wieder bekämpfen, obwohl, müssen wir ja sogar. Es müsste ja der Hauptposten sein. Ich gehe mal von aus, dass der sich nicht einfach so ergibt. Findet, deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Danke, danke. Jetzt sollte der Gegner so geschwächt sein, dass du seine Festung angreifen kannst. Okay. Hoffentlich ist der Krieg bald zu Ende. Ich bin bereit, den Konflikt zu beenden. Ja. Sie alle hoffen, dass du ihnen den Frieden bringst. Mal schauen. Die Festung der Rivalen. Das ist wohl das Nächste. Wo ich auch vollkommen dafür bin. Diesmal falle ich nicht auf die nicht vorhandene Tür rein. Hier gibt es eine echte Tür. Aber da will ich eigentlich auch nicht lang. Kleine Fliegedinger. Okay, was haben wir hier so Schönes? Erstmal looten wir uns natürlich hier wieder durch. Sind ja immer relativ gleich aufgebaut. Sollte das jetzt nicht so schwer fallen, da mal durchzulooten. Oh, du hast ein Ausrufezeichen. Früher war es nachts nicht so dunkel. Das Ende der Welt bedeutet auch das Ende des Lichts. Ach komm schon. Ohne ein leitendes Licht verirrt man sich draußen auf dem Glibber. Aha. Würdest du den Lichterturm wieder einschalten, damit nachts alle wieder nach Hause finden? Ja, wie mach ich das? Geht doch. Och, träge Maula. Das ist nicht ganz klar, da keiner weiß, woran es liegt. Geht doch. Hätte ich wissen können. Sagt, du sollst auf den Glibber zugehen und zum Himmel hochschauen. Er ist nicht zu übersehen. Okay. Wenn du den Lichterturm gefunden hast, geh hinein und schalte das Licht wieder ein. Ganz einfach, oder? Ja, schön, dass du mir aber nicht sagen kannst, wie. Kann es kaum abwarten, dass man wieder bei Nacht über den Glibber gleiten kann. Mhm. Könnte vielen helfen. Nachtzeitgleiter sind bestimmt bereit, dafür zu bezahlen. Okay, nee, hier, helfen. Sagt, dafür würden dich alle feiern. Ja, das hoffe ich doch. Erleuchtung, natürlich. Okay, das ist das Tor, ne?
Jawohl. Ab durch die Häuser. Loot. Loot tut gut. Alles ist in Gefahr. Nicht solange ich loote. Dann ist alles wunderbar. Ah, was haben wir hier? Mittlerweile sind manche Kisten nicht mehr so gut gesetzt. Die sitzt auch so ziemlich im Boden drin. Da geht's nicht lang. Hier ist nichts. Danke fein. Ich höre eine Ziege. Aber auf der anderen Seite. Ja, da hinten irgendwo. Ja, von mir aus. So, haben wir hier was? Ja. Gar nicht so schlecht. Ja, aber auch gar nicht so gut. War jetzt eigentlich hauptsächlich Schrott. Danke. Okay, dann bin ich eine Runde rum. Da ist noch eine Kiste. So, und dann wieder Treppe hoch und dort nochmal. Und dann haben wir das soweit fertig. Hier war nix. Da. Sehr schön. Nee, da will ich nicht lang. In die Richtung will ich. Hallo, lieber Markt. Ach, der hat hier die Nasendut. Sagt. Nasendut habe ich aber schon einen. Da brauche ich nichts Neues. Hier brauche ich auch nichts mehr abhaken, ne? Sagt, du kannst bereit zu handeln. Nahkampfbasistypen. Oh, nach einem gegnerischen Treffer fügt der nächste Treffer mit dieser Waffe doppelten Schaden zu. Okay, also jeder zweite Treffer ist Dings, aber Gewichtsklasse Mittel. Hat schon verloren. Mittel. Verteidigst du mit dieser Waffe erledigst du. Wirst du doppelt geheilt. Doppelt klingt gut. Ich glaube, ich habe zwar auch sowas, aber das heilt mich nur nach der Menge, die ich ausgeteilt habe, nicht doppelt. Das ist ganz geil. Ah, hier dürfen wir wieder beten. Oh. Schön. Ich fühle mich erleuchtet. So, hier müssen aber noch mehr Leute sein, die des Handelns willig sind. Hi. Aber natürlich. Lass mal gucken. Gewehre und Schrot finden. Nein, danke. Nicht mein Stil. Müsste es nicht noch einen geben? Hier echt nur die beiden? Okay. Das verwirrt mich etwas, aber es ist akzeptabel. So, jetzt müssen wir noch da hoch. Hüpf. Ich glaube, hier in den Außenposten muss ich das nicht machen, dass ich die alle. Das ist nur in den Dörfern und so. Hier wird auch nichts abgehakt. Ja, gut. Aber wir kennen es ja, ne? Die Gelegenheit ist da. Also werde ich doch mal gucken, ob sich hier dran was ändert. Das wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, aber das ist nicht schlimm. Da habe ich immer mal die Gelegenheit, um auszusortieren und Müll zu entsorgen. Na gut, bis nach einem kleinen Cut. So, ich bin fertig mit Ausmisten und ja, die einzige Änderung sieht man schon recht eindeutig. Ich habe einen stylischen Hut. Einen ganz stylischen Hut.
Jetzt blinzen zwar die Augen nur noch so knapp durch, weil mega Hut, aber ja. Ja. Der Hut ist okay. Mit dem kann ich arbeiten. Okay. Hüpf. Nun gut. Das nächste, was ansteht, da wir jetzt hier durch sind. Das später. Das wird dann so ziemlich mit das nächste sein. Aber wo ich jetzt richtig Bock drauf habe. Ah, mittlerweile wird es auch wieder angezeigt. Sehr gut. Ist jetzt hier. Das da. Wir gehen zur Hauptfestung. Altes Dorf ist das nächstgelegenste, ne? X-Platz. Ja, das spielt eigentlich. Eigentlich spielt es keine Rolle. Von wo aus ich da hin tigere. Ja, wenn es egal ist, dann gehen wir da. So, wo wollen wir hin? In die Richtung. Jetzt ist der Horizont wieder zu sehen. Das ist ja wundervoll. Der Horizont ist wieder zu sehen. Das fühlt sich toll an. Ich muss ja mitten durch, ne? Respawn hier, böse Leute. Sieht nicht so aus. Hier liegen sogar noch die Leichen rum. Immer noch. Das ist interessant. Nennen wir es einfach interessant. Komme ich hier überhaupt durch? Ja, sieht gut aus. Wow. Ach, ihr. Ich mache ich alles. Au. Au. Du noch. Okay, keine Slow-Mo. Überrascht mich ein bisschen. Es klingt fast so, als wenn hier noch irgendwas existiert. Aber scheint nicht so zu sein. Na gut. Hier haben wir wieder einen schönen Vorplatz. Das okay. Ist die Festung des Yagni-Stammes. Mhm. Ihre Freundschaft kann Fluch oder Segen sein. Das liegt ganz bei dir. Du kannst entweder zur Lösung des Stammeskrieges beitragen oder Teil des Problems werden. Das werden wir gleich rausfinden. Habe ich noch nie gemacht. Muss ich halt erst checken, wie das jetzt so abläuft. Mhm. Durch die Mitte müssen wir dann noch. Hier haben wir noch. Wir sammeln natürlich wieder alles ein. Warum auch nicht? Möge die Nacht beginnen. Ja, okay. So, durch die Mitte. Nett. So, natürlich holen wir uns auch wieder die Kiste hier oben. Wenn ich das richtig sehe, steht da schon ein kompletter Trupp von meinen Leuten parat. Und freuen sich schon darauf, hier durchzugreifen. Hi Leute. Seid ihr bereit? Für Schandtaten aller Art kann ich hier hoch. Ah, nein, das ist ein Angriffsdingsbums. Okay, ich gehe mal kurz hier da drüben. Ach, hier sind auch noch. Ach du. Ach, da oben soll ich hin. Okay, ich gehe erstmal pinkeln. Das ist am wichtigsten. Mit voller Blase stürmt man keine Festung. Okay, soweit so gut. Da oben soll ich hin. Okay. Da gibt's die Lagebesprechung.
Hallo Leute, Freunde. Wir sind bereit. Sie haben auf dich gewartet. Die Eroberung dieser Festung wird für Frieden zwischen den Stämmen sorgen. Mhm. Wie sieht Ihre Verteidigung aus? Ich bin nicht bereit. Ich bin bereit. Wie sieht die Verteidigung aus? Die Späher berichteten über Aktivitäten in der Nähe, die du dir vor dem Betreten der Festung ansehen solltest. Okay. Sie haben einen Sturmturm nahe der Festung positioniert, mit dem du über die Mauern gelangst. Allerdings musst du erst seine Räder reparieren, um die Lage zu stabilisieren. Okay. Einen Sturmturm. Ja, das ist die Türme hier. Wie soll das helfen? Du brauchst nicht anzuklopfen, um einzutreten. Das macht Sinn. Sturmturm. Da drüben irgendwo. Kann ich einfach runter... Nicht irgendwo... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ja, ja, nein. Nein, 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 nein. Nein. Nicht hier hängen bleiben. Nicht hier hängen bleiben. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Oh. Gott sei Dank. Ich muss da echt aufpassen. Scheinen sie nicht so drauf geachtet zu haben, dass man da nirgendwo so reinbacken kann. Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Also das kann schon sein. Okay. Sorgen wir mal dafür, dass wir da reinkommen. Ey, du da. Mitten zwischen die Augen. Was für ein Treffer. Ja. Die Knarre geht gut. Hab die noch ein bisschen überarbeitet. Ich hab jetzt hier quasi, naja. So eine schönen Sachen wie Explosionsschüsse. Und im 5 Meter Radius machen die dann halt Schaden an allem. Find ich persönlich ganz cool. Okay, das sieht alles normal aus. Was ist hier? Kehre zum Sifu zurück. Habe ich da jetzt ein Rad drin gefunden, wenn ich hier Räder reparieren soll? Kann das sein? Überraschungsmoment. Kehre zum Sifu zurück. Ja, okay. Dum, dum, dum. Weit ist es ja zum Glück nicht. Oh, wir sind wieder da hoch. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, dass die in der Festung es noch nicht gecheckt haben, dass hier, keine Ahnung, 100 Leute rumstehen und drauf geil sind, hier Action zu machen. Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Richte auf deinem Weg zu ihrem Sifu so wenig Schaden wie möglich an. Mhm. Ist das wirklich Freiheit? Um wahrhaft frei zu werden, musst du die Stämme vereinen und den Baum des Lebens retten. Okay. Aha. Die ersten. Oh, das geht richtig gut mit dem Schaden. Das geht richtig gut. Brandstifter, finde eine Fackel, okay. Erstmal finde ich hier Loot zum Looten. Ja gut, durchsuchen muss ich noch nichts. Bei der letzten Festung habe ich ja schon festgestellt, die Kisten tauchen erst auf, wenn es vorbei ist. Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Will ich das wirklich? Aber ich muss. Ich habe da irgendwie gar nicht so richtig die Wahl. Was mich ein bisschen stört. Weiche nicht zurück. Kisten. Dies ist dein Moment. Du musst dich konzentrieren. Ja.
Aber da es hier schon Kisten gibt... Das sieht man nur selten. ...nehme ich die natürlich mit. Lootgier vor allem anderen. Dies ist die wahre Bestimmung meiner selbst. Okay, hier ist einfach mal absolut niemand. Ah, ich kann schon überall rein. Ah, ich muss wahrscheinlich dann alles zweimal ablaufen, oder? Bin mir nicht sicher. Hallo? Sind tatsächlich diesmal die Kisten schon da? Scheinen sie in der Festung hier ein bisschen anders zu handhaben, wie bisher. Soll mich im Grunde nicht stören, da es eh nur Schritt für Schritt vorangeht, kann ich es dann systematischer absuchen. Ist eigentlich ganz angenehm. Bin ich schon hinterm Zaun? Kann ich das auch lassen? Mit dem Anfackeln? Geht das? Habe ich diese Option? Würde mich sehr interessieren. Da. Ich würde es zumindest einfach mal probieren. Auch wenn es vielleicht den Kampf am Ende schwerer macht oder so, das wäre mir dann sogar egal. Es bleibt keine Zeit zurückzublicken. Für dich geht es nur vorwärts. Ja, ja. Aber vorwärts mit Bedacht. Ich probiere da mal hochzugehen. Entweder das klappt oder es klappt eben nicht. Das werden wir gleich feststellen. Wo bin ich denn jetzt hier reingelaufen? Okay. Das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich wieder außen rum. Warum bin ich nicht außen? Ah, hier ist außen rum. Okay. Da habe ich mich vertan. Dinge geschehen. So, dann gehe ich da einfach mal hoch. Machen wir das nicht mit dem Feuer. Okay, wir machen doch das mit dem Feuer, weil ich hier nicht weiterkomme. Ist ja doof. Das sieht schon wieder nach einer Höhle aus, da unterm Wasserfall. Naja, das mache ich dann aber hinterher. So, erstmal Platz machen hier. Dann müssen wir eben doch ein bisschen kokeln. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Ja. Es brennt heller als das Licht. Okay. Festungswache. I'm ready. Also Explosionswaffe geht ja mal sowas von gut. Kann ich mich ja so überhaupt nicht beschweren. Es geht ja richtig gut. Ja und nu? Attention.